So, schönen guten Abend. Ich bin ja sehr beeindruckt an einem so schönen Sommerabend, von dem wir ja noch nicht so viele hatten, so viele Leute hier zu sehen am Freitagabend. Die Terrasse lockt oder der Garten und ihr seid hier. Das ist fantastisch. Gewaltig. Schön. Lassen Sie das Wort Gottes gehen. Ich möchte diese Lehrreihe, die ich heute beginnen werde, morgen Nachmittag, morgen Abend fortsetzen und wahrscheinlich auch noch am Sonntag, möchte ich widmen einem Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist. Dankeschön. Dem ich in den ersten Jahren meines Christseins nicht so eine Beachtung geschenkt habe. Da habe ich Apostelgeschichte studiert, Heilung, Befreiung, Zeichenwunder, Evangelisation und all diese wichtigen, wunderbaren Dinge. Aber wenn man älter wird, ändert sich der Geschmack. Und nicht nur der Geschmack, auch das Verständnis. Und auf einmal die Bibelstellen, die nicht bunt angestrichen sind, werden ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du noch eine Bibel hast aus deinen ersten Zeiten. Und dann 10, 15, 20 Jahre später, dann sagst du, ja meine Güte, die wichtigen, ganz tiefen Sachen, die stehen ja überall da, wo ich nicht bunt angemalt habe. Also so ist das. Wenn wir wachsen, wir verstehen mehr, nicht nur der Geschmack ändert sich, sondern unsere Sichtweise auch. Und es geht an diesem Wochenende um etwas, was direkte Auswirkungen hat auf unser Leben, auf die Art, wie wir unser christliches Leben führen, wie wir miteinander auch uns benehmen und vor allen Dingen natürlich, wie unsere Beziehung zum Herrn wächst. Und es geht um Gott kennenlernen, Gott erkennen, die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis Gottes. Wenn du einmal eine Konkordanz genommen hast oder sehr gut bewandert bist im Neuen Testament und so in Gedanken durchgehen kannst durch die verschiedenen Themen der Briefe, vor allen Dingen von Paulus, dann hast du schon bemerkt, Erkenntnis ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Und um das zu verdeutlichen, lass uns einmal direkt hineingehen ins Wort Gottes und wir gehen zum Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist sehr, sehr wichtig für uns als Gläubiger. Er wird wenig beachtet, wenig darüber gelehrt. Und das hängt dann, oder das hat dann auch zur Folge, dass uns das fehlt, wovon der Hebräerbrief redet. Wir gehen einmal zu Kapitel 3. Und hier haben wir direkt vom Heiligen Geist eine Erklärung für etwas, was wir alle kennen, was schon in der Sonntagsschule gelehrt wird, Israel in Ägypten, in Sklaverei, Gott kommt und befreit sie und sie ziehen aus und die Armee des Pharaos versinkt im Meer und all diese Dinge und dann gehen sie durch die Wüste. Aber wir wissen, dass obwohl sie so eine gewaltige Befreiung erlebt haben, obwohl sie Gottes Hand so mächtig gesehen haben, klappte das irgendwie doch nicht. Ihr Wandel mit Gott hatte erhebliche Mängel. Und sie kamen nicht in ihre Berufung. Sie kamen nicht hinein in das, was Gott für sie hatte. Gottes Ziel war ja nicht, sie rauszuholen aus Ägypten. Gottes Ziel war, sie hineinzubringen in das Neue. Dazu mussten sie natürlich herauskommen aus dem Alten, aber das Ziel war nicht aus dem Alten raus, das Ziel war in das Neue rein. Und wie ihr das wisst, von diesen 2 oder vielleicht sogar bis 3 Millionen, da gehen die Schätzungen auseinander, von diesen 2 Millionen Menschen, 2 haben das Ziel erreicht. Alle anderen haben das Ziel nicht erreicht. Was für eine Erfolgsquote. 2 von 2 Millionen. Das ist nicht beeindruckend. Und Paulus macht klar, dass die Dinge in Bezug auf Israel, die sind aufgeschrieben für uns zur Warnung.
Das sind nicht nur Geschichten von damals, sondern die haben für uns eine Bedeutung und wir können daran etwas lernen und wir können sie gebrauchen für unser Leben. Und hier in Kapitel 3 vom Hebräerbrief gibt der Heilige Geist selbst die Erklärung, was der letzte Grund war. Warum sind sie gescheitert? Warum konnten sie nicht kooperieren mit Gott? Warum konnten sie nicht mit ihm Schritt halten und mit ihm gehen und in das hineingenommen werden, was er für sie hatte? Und der Schreiber des Hebräerbriefs verbindet das mit uns, weil auch wir eine Berufung haben, weil auch wir ein Erbe haben, weil auch wir etwas haben von Gott, in dem wir noch nicht drin sind, in das wir hinein sollen. Und wenn wir verstehen, welchen Fehler sie gemacht haben, dann verstehen wir, welchen Fehler wir nicht machen dürfen. Und darum ist diese Passage so wichtig. Komm, wir lesen das einmal in Kapitel 3. Ab Vers 7 lese ich einmal. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und jetzt die Anwendung für uns. Seht zu, Brüder oder Geschwister, dass nicht etwa in jemandem von euch, nicht in einem einzigen von uns, ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Gott sagt, sie gingen irre mit dem Herzen und sie haben meine Wege nicht erkannt. Gottes Wege zu erkennen, ist keine Kleinigkeit, ist nicht eine Sache, um die wir irgendwann uns auch mal kümmern müssen. Das ist das Allererste. Was bedeutet Gottes Wege? Dieses Wort Wege ist ein wichtiger Begriff in der Bibel. Und die Wege einer Person, ob es ein Mensch ist oder ob es Gott ist, die Wege bedeutet, warum tut jemand, was er tut? Was sind seine Absichten? Was will er erreichen? Worum geht es ihm? Was ist ihm eigentlich wichtig? Und Israel hat die Wege Gottes nicht erkannt. Und zwar deswegen, weil ihr Herz verkehrt war. Allezeit gingen sie irre mit dem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Und weil sie seine Wege nicht erkannt haben, konnten sie nicht mit ihm kooperieren. Sie wollten etwas anderes, als was er wollte. Und das kann nicht funktionieren. Amos 3, Vers 3, wir können zwei miteinander gehen. Sie seien denn einig zuvor. Wenn wir mit Gott gehen wollen, wir müssen einig sein. Wir müssen wissen, was will er? Und wir müssen auch das wollen, was er will. Mit ihm harmonieren, mit ihm im Einklang sein. Erfüllt sein von dem, was ihm wichtig ist. Und das war etwas, was ihnen fehlte. Sie haben seine Wege nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, was er vorhatte. Warum handelte er mit ihnen so, wie er gehandelt hat? Heute gibt es auch manchmal Christen, die sagen, ich werde irre an dem, was passiert in meinem Leben als Christ. Ich verstehe das nicht, ich verstehe Gott nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum diese Dinge passieren. Und das mag so sein, aber wenn das so ist, dann muss man sagen, aber ich muss es verstehen. Ich muss verstehen, was will Gott? Was will Gott mir sagen? Was ist sein Ziel? Worum geht es ihm überhaupt? Was will er erreichen? Wieso diese Dinge in meinem Leben, diese Umstände, diese schwierigen Situationen? Was ist Gottes Plan dahinter? Was ist seine Absicht? Warum lässt er manche Dinge zu? Was will er überhaupt? Worum geht es ihm? Was ist sein Ziel mit mir? Und da hat Israel Gott mächtig
falsch verstanden. Sie haben ihn nicht verstanden. Sie waren der Meinung, bei Gott geht es darum, dass es uns gut geht. Bei Gott geht es darum, dass wir gesegnet sind, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir alles haben, dass wir stark sind, dass wir alles haben, keinen Mangel haben, dass wir siegreich sind und so weiter. Und das hat seinen Platz, aber das ist nicht das Zentrum. Das ist nicht das Zentrum. Und immer dann, wenn die Dinge so liefen, wie sie sich das vorgestellt haben, waren die begeistert über Gott. Die haben eine Lobpreisparty gefeiert nach der Errettung aus Ägypten, nach dem Ereignis am Schilfmeer, wo die Armee Pharaos untergegangen ist. Sie konnten feiern ohne Ende. Sie konnten Gott preisen, wenn wir dabei gewesen wären. Wir hätten keine geistige Unterscheidung. Wir würden denken, sind die hingegeben? Was lieben sie Gott? Aber sie liebten nicht Gott, sie liebten die Segnungen. Woran sehen wir das? Weil schon kurze Zeit später passierten Dinge, die ihnen nicht einfach waren, die nicht angenehm waren, die nicht ihren Erwartungen entsprochen haben, die nicht ihrem Bild entsprochen haben. Gott ist gut, Gott ist mächtig und er wird alles tun, damit es uns immer und in jedem Moment gut geht. Und das passierte aber nicht. Sie waren durstig, sie kamen an Wasser und das Wasser war bitter, man konnte es nicht trinken. Und wenn immer etwas passierte, was ihnen nicht schmeckte, was war die Reaktion? Rebellion. Rebellion ist das Gegenteil von Hingabe. Rebellion ist das Gegenteil von Wertschätzung, von Vertrauen. Rebellion heißt, man kann ihm nicht vertrauen, wir müssen alles wieder selber in die Hände nehmen. Rebellion ist Aufbegehren gegen Gott. Sie murrten gegen Gott. Sie murrten gegen die Leiterschaft und sie sagten, ja, warum habt ihr uns überhaupt hier in die Wüste geführt? Wir hätten doch zu Hause sterben können. Sie haben überhaupt nicht verstanden, was ihr Auftrag war, was ihre Ehre war. Sie konnten einen gewaltigen Gott den Nationen durch ihr Leben verkündigen. Das haben sie nicht verstanden. Warum hat Gott uns hierher geführt, damit wir in der Wüste sterben? Es wäre besser gewesen für uns. Mit anderen Worten, Gottes Plan ist nicht das Beste. Wir haben bessere Ideen. Es wäre besser gewesen für uns. Sie stellten sich über Gott. Wer liebt, stellt sich nicht über den anderen. Liebe ist Hingabe, Liebe ist Vertrauen, Liebe ist in Verbindung bleiben, in Einheit bleiben, in Gemeinschaft bleiben. Sie stellten sich über Gott. Sie rebellierten. Und das siehst du immer wieder. Sobald Dinge passierten, die nicht schmeckten, kam die Rebellion hoch. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Lass uns einmal zu Psalm 103 gehen. Jetzt kommt was ganz Verwirrendes. Dort lesen wir nämlich im Vers 7, er, das heißt der Herr, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, sage ich mal ergänzt, nur seine Taten. Gott tat ihnen seine Wege gar nicht kund. Er tat sie dem Mose kund, aber nicht dem Volk Israel. Da sagst du, ja, warte mal. Gott selber tut ihnen seine Wege nicht kund und dann bestraft er sie dafür, dass sie seine Wege nicht erkannt haben. Wie geht das denn? Wir müssen ein bisschen weiter gucken. Warum hat Gott dem Mose seine Wege offenbart, seine Absichten, seine Pläne und sein Handeln erklärt? Warum hat Gott das mit Mose getan? Wenn du deine Bibel kennst, weißt du, weil Mose darum gebeten hat. Tu mir deine Wege kund. 2. Mose 33. Find es. Lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. Also da sehen wir, eine Person zu erkennen, bedeutet seine Wege kennenzulernen. Oder wenn du die Wege einer Person kennenlernst, dann lernst du die Person selber kennen. Und Gott hat dem Mose diesen Wunsch gewährt. Mose hat darum gebeten, hat gesagt, zeig mir deine Wege, ich will dich kennenlernen. Und Gott hat gehört.
Aber du kannst 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose lesen. Nicht ein einziges Mal findest du, dass Israel sagt, Gott, wir wollen dich kennenlernen. Zeig uns dein Herz. Wir wollen verstehen, wer du bist und was du willst. Wir wollen dich um deiner selbst willen lieben. Hilf uns, dich zu erkennen. Nicht ein einziges Mal haben sie das gebetet. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott hat ihnen seine Wege nicht offenbart, weil Gott verschenkt nichts. Gott gibt nicht etwas, wo jemand keine Wertschätzung, kein Verlangen danach hat. Mose sagt, Gott, ich will dich kennenlernen. Israel kannte seine Taten. Wenn die Taten ihnen passten, waren sie happy und haben gefeiert und haben gejubelt, haben getanzt mit Tamburin und Lobpreis und allem drum und dran. Aber wenn die Taten ihnen nicht gefallen haben, dann kam die Rebellion hoch. Segnungen haben nicht die Macht, das Herz zu verändern. Das Einzige, was Macht hat, unser Herz zu verändern, ist die Offenbarung des Wesens, der Schönheit, der Liebe, der Freundlichkeit, der nie endenden Güte Gottes selbst. Nur die Offenbarung über Gottes Wesen hat Macht, unser Herz zu verändern. Nicht Reichtum, nicht Heilung, nicht einen gewaltigen Dienst, nicht Gemeindewachstum, nicht Power. All diese Dinge kann man bekommen und trotzdem ein falsches Herz haben. Die Bibel beschreibt Menschen, die gewaltige Dinge getan haben, aber deren Herz nicht mit Gott war. In der Kirchengeschichte siehst du Menschen, die Gewaltiges getan haben, aber ihr Herz war nicht mit Gott. Und am Ende sind sie gescheitert. Power ist nicht das Entscheidende. Zeichen und Wunder ist nicht das Wichtigste von allem. Das Wichtigste ist, Gott kennenzulernen. Von ihm selbst gelehrt zu werden, von ihm unterwiesen zu werden. Und er tat dem Mose seine Wege kund, weil Mose ein Verlangen hatte. Für Mose war Gott wichtiger als die Segnungen. Gott hat einmal einen Vorschlag gemacht. Und er hat gesagt, pass auf, ihr geht in das gelobte Land, ich schicke euch einen Engel mit, aber ich komme nicht mit. Mose hat gesagt, das geht nicht. Dann wollen wir da auch nicht hin. Was sollen wir im gelobten Land? Was sollen wir in den Segnungen, wenn du nicht da bist? Hätte Gott diesen Deal Israel vorgeschlagen, die hätten eingewilligt. Hätten gesagt, gut, wenn du nicht willst, Hauptsache wir haben die Segnungen, Hauptsache uns geht's gut. Wir wollen einfach nur glücklich sein und wir wollen gut leben. Wenn du nicht willst, ist dein Problem, wir gehen jetzt. Sie hätten das angenommen, weil die Segnungen ihnen wichtiger waren als Gott selbst, als eine echte Freundschaft mit Gott. Und an dieser Stelle stehen wir heute als pfingstlich-charismatische Christenheit. Wollen wir die Segnungen, wollen wir Wachstum, wollen wir Erfolg oder wollen wir eine Freundschaft mit Gott? Ihn wirklich kennen, ihn lieben um seiner selbst willen. Nicht ihn lieben, weil er uns gute Dinge tut, sondern ihn lieben, weil er absolut einzigartig ist und unvergleichlich und einfach nur liebenswert. Das ist die Frage. Und die falsche Wahl zu treffen, die Segnungen vorzuziehen, der Erkenntnis Gottes, nennt der Hebräerbriefschreiber ein böses Herz des Unglaubens. Ein böses Herz des Unglaubens. Wir denken, was ist daran böse? Nun, Gott ist Gott. Und wenn Gott sagt, es ist böse, dann besser wir unterordnen uns und sagen, okay, ich verstehe noch nicht ganz, aber du sagst, es ist böse, dann ist es böse. Ich bin dein Nachahmer, ich unterordne mich, ich übernehme deine Beurteilungen, ich nehme deine Sichtweisen, ich akzeptiere, wie du Dinge siehst, so ist es richtig und ich stimme mit dir überein. Das ist, worum es geht. So, Gott ruft uns, ihn kennenzulernen. Gott ruft uns, wirklich eine immer klare Offenbarung zu haben über sein wunderbares Wesen. Und wenn du den Dienst von Paulus studierst in seinen Briefen, dann weißt du, was das für ein Anliegen war. In seinem eigenen Leben und für die Gemeinden, für die er verantwortlich war. Am Ende seines Dienstes, und was hat er nicht für einen gewaltigen Dienst gehabt? Am Ende sagt er, ich will ihn erkennen.
Das war im Philipperbrief, im Gefängnis, da war sein Dienst schon zu Ende. Ich will ihn erkennen. Nach Jahrzehnten eines segensreichen Lebens und Wirkens für Gott, sagt er, worum es mir geht, ist ihn zu erkennen. Ich will ihn erkennen. Und das war sein Ringen für die Gemeinden, denen er gedient hat. Sein Ziel war, sie näher zu Gott zu bringen, ihnen zu helfen, Herzen zu bekommen, die brennen für Gott, die ihn sehen können, Herzen, die ihn wahrnehmen können, die von ihm entzündet sind und die einfach sich baden in dieser Herrlichkeit, die da bei ihm zu entdecken ist. Das war sein Ziel. Sein Ziel war, Menschen in Verbindung zu bringen mit dem Herrn. Gläubige. Ephesus, nimm Ephesus, eine seiner Lieblingsgemeinden. 3 Jahre war er da, hat sie gelehrt, wie er sagt, Tag und Nacht. 3 Jahre lang hat Paulus diese Gemeinde gelehrt. Und dann später schreibt er einen Brief, ich bete und ich höre nicht auf zu beten, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, ihn zu erkennen. Eine Gemeinde 3 Jahre gelehrt von Paulus und er fand es für nötig, sie muss ihn erkennen. Ja, was haben die denn 3 Jahre lang gemacht? Ihn erkannt. Aber Paulus spricht von der alles überragenden Größe der Erkenntnis Christi. Die alles überragende Größe, die ist gewaltig und größer und unausforschlich und da ist immer mehr zu entdecken und immer mehr zu sehen. Und diese Gemeinde, die von ihm 3 Jahre so intensiv betreut wurde, brauchte Offenbarung, brauchte das Wirken des Heiligen Geistes, um Gott zu erkennen. So, wenn das eine Gemeinde braucht, wo Paulus war 3 Jahre, dann was brauchen wir? Wo stehen wir? Was brauchen wir? Wir denken nur, weil wir gerade mal den Vornamen unseres Erlösers buchstabieren können, wir kennen Jesus. Aber wenn wir in das Wort Gottes schauen, wie die ersten Gläubigen eine Beziehung hatten zu Jesus, sie freuten sich, heißt es an einer Stelle, mit unaussprechlicher Freude über ihn, nicht über Segnung, nicht über Gemeindewachstum, über ihn, dann glaube ich, dann verstehen wir schnell, da sind wir noch weit von entfernt. Und da gibt es viel, viel Land noch einzunehmen. Zwei markante Aussagen zu diesem Thema im Hosea-Brief. An einer Stelle heißt es, ich habe jetzt die Schriftstelle nicht da, aber kann man mit Leichtigkeit finden, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. All die Missstände, die wir heute haben, im Großen und im Kleinen, im Leben der einzelnen Gläubigen, im Leben von Gemeinden und in der Christenheit insgesamt, kann man alle zurückführen auf einen Grundmangel. Und das ist ein Mangel an Erkenntnis Gottes, ein Mangel an Verständnis. Wer ist er? Was will er? Nimm das ganze Thema falsche Einheit, Ökumene. Weil man Gott nicht kennt, weil man seine Heiligkeit nicht kennt, weil man nicht versteht, dass es für ihn unmöglich ist, zusammenzubringen, was nicht zusammengehört. Reinheit und Unreinheit, Stolz und Demut. Es ist unmöglich, diese Dinge zusammenzubringen. Das ist nicht Gottes Plan, zusammenzubringen, was getrennt werden muss und was getrennt gehört. Aber weil man Gott nicht kennt, man hört nur Einheit, oh, ist doch gut, wenn wir alle miteinander. Und warum sollen wir immer noch irgendwie herabsehen auf die Katholiken? Lass uns doch jetzt demütig sein, lass uns doch uns versöhnen, lass uns doch beiseite lassen, was uns trennt. Und Hauptsache, es geht um Jesus. Klingt doch nett. Klingt doch gut. Und ich meine, wer will schon sagen, ich bin gegen diese Einheit? Wer will das schon sagen? Aber Jesus selber ist nicht für eine solche Einheit. Weil seine Einheit ist eine Einheit der Hingabe an ihn und an den Vater. Seine Einheit auf der Grundlage der Wahrheit. Seine Einheit auf der Grundlage des Gehorsams seinem Wort gegenüber. Wenn Menschen sagen, ja, es geht um Jesus. Ja, wenn es um Jesus geht, dann geht es um das Evangelium, dann geht es um sein Wort.
dann was ist ein Gläubiger? Was ist Taufe? Was ist der Heilige Geist? Was ist Leben in der Gemeinde? Was ist überhaupt Gemeinde? Dann kann man diese Dinge nicht ausklammern und beiseite lassen. Wenn es um Jesus geht, dann geht es darum, ihm zu gehorchen, seinem Wort zu gehorchen. Und das ist mehr als nehmt mich an als Retter und den Rest könnt ihr machen, wie ihr wollt. Er hat doch klare Anweisungen gegeben, wie ein Jünger lebt, wie ein Jünger umgeht mit verschiedenen Fragen und so weiter und so weiter. All die Missstände, die wir haben im Volke Gottes, haben zu tun mit einem Mangel an Erkenntnis Gottes. Ob das im Einzelnen ist oder ob das in einer Gemeinde ist. Ich sprach mit einem jungen Mann, einem hingegebener Mann, ein Mitarbeiter in einem christlichen Werk, aber indem er berichtete von dem, wie es ihm geht dabei und wie er sich fühlt, war klar, er ist so verunsichert und er hat so viel Angst, Fehler zu machen und er ist so irritiert und so unruhig und verunsichert. Er kennt nicht den Vater. Er kennt nicht die große Bejahung, die im Herzen Gottes ist ihm gegenüber. Und darum ist er unsicher, darum ist er irritiert, darum weiß er nicht, wie ist Gott zu mir, wie sieht Gott mich, wie sieht Gott mein Leben. Er weiß das nicht und er ist verunsichert und er hofft und er bangt. Mangel an Erkenntnis Gottes. Oder ein gesalbter, vollmächtiger, junger Mann mit Power und Zeichen und Wunder, aber es fehlt das Wesen Christi. Die Demut, die Wahrhaftigkeit, die Reinheit und sein Dienst leidet Schiffbruch. Was fehlt ihm? Die Erkenntnis Gottes. Power ist nicht alles. Man kann die Power haben. Und wenn das Herz nicht stimmt, wird diese Power uns zerstören. Wir haben ein Buch herausgebracht, was ein Mann Gottes geschrieben hat, David Ravenhill. Und das heißt vom englischen Originaltitel, und so haben wir es auch in Russisch genannt, How to Survive the Anointing, wie man die Salbung überlebt. Und da geht es um Demut, Integrität, Treue, Wahrhaftigkeit und all diese Dinge. Ein wunderbares Buch, was es jetzt auch auf Deutsch gibt. Einer von euch hat es schon. Es gibt mehr als Power. Power ist wichtig, aber wir wollen diese Power behalten und nicht nur für ein paar Jahre sie haben und aufglühen wie eine Sternschnuppe und danach ist nichts mehr da, sondern wir wollen beständig sein, wir wollen gut abschließen. Das Wort Gottes sagt, wir sollen auf das Ende schauen, auf das Ende der Männer Gottes und ihren Ausgang nachahmen. Gut anfangen tun sie alle. Alle fangen klein und bescheiden und demütig an. Aber was passiert, nachdem sie groß werden, mächtig werden, bekannt werden, erfolgreich werden? Was passiert dann? Das ist die entscheidende Frage. Und das alles hängt zusammen mit Erkenntnis Gottes. Paulus sagt zu Titus, da gibt es Menschen, die geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, die Werke zeigen, sie kennen ihn gar nicht. Wenn sie ihn kennen würden, sie könnten diese Dinge nicht zulassen in ihrem Leben. Sie könnten diese Dinge nicht haben in ihrem Leben. So Erkenntnis Gottes ist kein theoretisches Thema, sondern es betrifft das Zentrum unseres Lebens, das Zentrum unseres Herzens. Und deswegen heißt es auch im Hosea 6, Vers 2, lass uns nachjagen der Erkenntnis Gottes. Nachjagen der Erkenntnis Gottes. Das sind viele Dinge, um die wir uns kümmern sollen im Reich Gottes. Und wir sollen auch streben nach den Geistesgaben. Aber noch wichtiger ist die Erkenntnis Gottes. Nachjagen der Erkenntnis Gottes. Was für ein starkes Wort. Das spricht von intensiv suchen, forschen, dranbleiben, nicht nachlassen, sondern wirklich das eine vor Augen haben. Nachjagen der Erkenntnis Gottes. Bevor ich wahrscheinlich dann morgen hineingehe, was für praktische Dinge sollen und können wir unternehmen, um zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das kommt morgen dann.
Lass uns einmal hineinschauen in das Wort Gottes und einiges lesen, was da steht, über warum ist Erkenntnis Gottes so wichtig oder was bewirkt Erkenntnis Gottes. So, das ist nur, um uns Appetit zu machen, dass wir noch gewisser sind, wir brauchen das. Das ist Nummer eins, das ist wichtig. Und ich will lernen, ein Leben zu führen, wo man auch sagen kann, er jagt nach der Erkenntnis Gottes. So gehen wir mal durch einige Dinge durch im Worte Gottes über dieses eine Erkenntnis Gottes, Erkenntnis des Herrn. 1. Timotheus 2, Vers 5. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. An vielen, vielen Stellen, wenn du aufmerksam das Wort Gottes studierst, wirst du feststellen, wenn du eine Aufzählung hast von zwei Dingen, das zweite erklärt das erste. Und so ist es auch hier. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und wie kommt Hilfe Gottes zustande? Durch Erkenntnis der Wahrheit. Gott hilft, indem er uns die Augen öffnet und die Dinge zeigt, wie sie wirklich sind. Die Dinge zeigt, wie er sie sieht. Er zeigt uns die Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein christlicher Raucher braucht nicht, dass die ganze Gemeinde fastet und betet und Befreiungsdienst macht. Er braucht Erkenntnis der Wahrheit, wo die Rebellion sitzt. Sobald der Heilige Geist ihm die Rebellion zeigt, kann er absolut einfach das Rauchen sein lassen. Ja, wenn wir das nicht verstehen, dann denken wir, oh, der ist so willig und der hat schon so viel versucht, aber der schafft es nicht. Komm, wir müssen alle beten, wir müssen alle fasten, wir müssen alle kämpfen. Wir können beten, aber wofür beten wir? Herr, verjage den Rauchergeist? Nein, wir beten, Herr, öffne ihm die Augen, zeig ihm sein Herz. Weil wenn er demütig ist, wenn er Gnade empfängt, dem Demütigen gibt Gott Gnade, wenn er Gnade empfängt, dann Römer 5, 17, herrscht er. Ein Raucher herrscht nicht, er wird beherrscht. Er wird beherrscht. Aber unsere Berufung ist zu herrschen. Und wenn wir die Fülle der Gnade empfangen, dann herrschen wir im Leben. Dann wird er nicht mehr von Begierden getrieben, sondern er kann sagen, nein, ich lasse es sein. Es ist nicht richtig, es ist nicht gut, sogar mein Arzt sagt es, ich lasse es und Gott gibt mir Gnade. Aber jemand, der in Rebellion ist, der kann das tausendmal sagen, sogar irgendwie euphorisch am Ende eines Gottesdienstes beim Aufruf die Zigaretten nach vorne werfen oder drauf rumtrampeln oder irgendwas. Kaum ist das Meeting zu Ende, steuert er den nächsten Laden an und muss sich wieder welche holen. Ja? Es braucht Offenbarung über Rebellion. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über unser Herz, das brauchen wir. Die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über unser Herz, beides brauchen wir. Und die Hilfe Gottes kommt durch Erkenntnis. Ganz allgemein, geistliches Wachstum. Lass uns einmal zu 2. Petrus gehen, Kapitel 1. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wie kommt mehr Gnade und mehr Friede in unser Leben? Durch die Erkenntnis Gottes, durch die Erkenntnis Jesu. So kommt mehr Gnade in unser Leben. Kolosser 1, Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Nächster Punkt. Reinigung. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20.
Hier wird von Gläubigen gesprochen, wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind. Aber wie denn diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Aber hier im ersten Teil, den Befleckungen der Welt entfliehen, wie? Durch Erkenntnis des Herrn. Gott zu erkennen. Erkenntnis seines Wesens, seines Eifers, seiner Liebe, seiner Ziele, seiner Absichten. Und Erkenntnis ist immer eine Realität im Herzen. Erkenntnis ist nicht, wie wir das Wort Erkenntnis verstehen, ah ja, ich habe irgendwie neuen Gedanken oder so etwas. Sondern Erkenntnis, geistliche Erkenntnis, ist Offenbarung und ist ein übernatürliches Wirken Gottes an unserem Herzen, wo das Licht auf einmal scheint und wo wir Dinge sehen und gleichzeitig mit dem Sehen kommt neue Gnade auf dieser Ebene auch zu leben. Das ist was total anderes, als wie wir in unserem Sprachgebrauch Erkenntnis. Ich habe einfach irgendwie was verstanden. Ja. Erkenntnis Gottes ist nicht, du hast ein Buch über Gott gelesen, jetzt kannst du irgendwie eine Bibelstunde halten über das Wesen Gottes, sondern Erkenntnis heißt, du hast etwas gesehen, du hast etwas erlebt, du hast in der Begegnung mit Gott Erfahrungen gemacht. Es ist immer etwas ganz Persönliches und es hat immer mit Erfahrungen zu tun. Es ist nicht Theorie, es ist nicht ein Konzept, eine Abfolge von Ideen und Gedanken über Gott. Nicht ohne Grund wird dieses Wort Erkennen auch benutzt für die eheliche Gemeinschaft. Ja? Er erkannte seine Frau. Ja? Er hat intime, innige Gemeinschaft gehabt. Und genauso auch in der Begegnung mit Gott. Begegnung, Erfahrung, 1:1. Nicht jemand anders hat mir was erzählt über Gott. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt, ich habe ihn geschmeckt, ich habe ihn berührt. Ich wurde von ihm angerührt. Darum geht es. Und dazu ruft Gott uns. Und das ist nicht mit Bekehrung zu Ende, sondern es fängt mit Bekehrung erst an. Bekehrung ist der Anfang einer Reise in das Herz Gottes, in die Tiefe Gottes, in das Verständnis, wer er ist. Und je mehr wir dort sehen, umso mehr wachsen wir auch. Wir wachsen in der Gnade. Wir wachsen in der Klarheit. Wir wachsen in dem Verständnis, was ist der Wille Gottes. Hier ist eine schöne Schriftstelle, die beschreibt, was sein wird in dem, was wir das tausendjährige Reich nennen, wenn Jesus regiert auf diesem Planeten. Ein Tag wird kommen, wo er seine Herrschaft antritt. Halleluja. Und das wird alles verändern. Das wird die Geschichte der Menschheit radikal verändern. Und auf dieses Ziel leben wir zu. Sogar muss es die Aufgabe der Gemeinde sein, oder es ist die Aufgabe der Gemeinde. Wir müssen das nur verstehen und ergreifen. Wir sollen diesen Tag herbeiführen. Wir sollen das Wiederkommen des Herrn erwarten und beschleunigen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Seit 17 Jahren reise ich in Deutschland, in Österreich und in ganze ehemalige Sowjetunion und in Albanien und manche andere Länder. Und ich kenne fast keine Gemeinde, von der man sagen könnte, also da kann man spüren, die leben auf die Wiederkunft Jesu zu. Die haben ein Verlangen und die haben eine Sehnsucht, Jesus soll wiederkommen. Und sie verstehen, ihr Leben als Einzelne und als Gemeinde hat etwas zu tun mit der Wiederkunft Jesu. Ich kenne fast keine Gemeinde. Aber das frustriert mich nicht. Gott hat einen Plan und Gott bereitet seine Gemeinde und er verändert die Gemeinde und er verändert die Prioritäten. Dann geht es nicht mehr um Wachstum und das große Gebäude oder Megachurch und all diese ganzen Geschichten, sondern geht es darum, ein Herr, eine Gemeinde zu werden nach dem Herzen Gottes. Ob das 20 sind, ob das 50 sind, ob das 5000 sind, das ist unwichtig. Aber die Qualität ist entscheidend, die Brautgesinnung, ein Herz für Gott zu haben. So, Jesaja Kapitel 11, Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn
Die Erde wird erfüllt mit Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Grund bedecken. Warum ändert sich das Verhalten der Menschen? Weil sie Gott erkennen. Da ist ein direkter Zusammenhang zwischen dem Lebensstil und der Erkenntnis Gottes. Wie es viele Male in den Psalmen heißt, der Gottlose, er spricht in seinem Herzen, Gott sieht nicht. Weil er das glaubt, dass Gott so groß und so weit weg ist und dass Gott sich nicht um sein Leben kümmert, darum ist er kühn zu sündigen. Wenn er aber den Gott der Bibel vor Augen hätte oder im Herzen hätte, Gott schaut auf mich und was ich tue, hat Bedeutung. Meine Entscheidungen haben eine Bedeutung. Und entweder sie bringen Gott Ehre oder sie bringen Gott Unehre. Mein Leben ist wichtig und Gott schaut auf mich. Ja. So, da sehen wir diesen Zusammenhang zwischen was für eine Vorstellung wir haben von Gott, wie wir Gott sehen und wie wir leben. Unsere Sicht von Gott hat eine direkte Wirkung auf unseren Lebensstil. Und der Gottlose spricht in seinem Herzen, Gott sieht nicht. Und darum ist er kühn, gottlos zu sein. Und der Gottesfürchtige, genau das Gegenteil, er sagt, Gott schaut auf mich. Und meine Entscheidungen zählen. Ob ich jetzt mir diesen blöden Film angucke oder diesen dreckigen Witz mir anhöre und mitlache mit den Arbeitskollegen, es zählt, es hat eine Bedeutung. Es hat eine Bedeutung. Und weil wir das so wenig verstehen, Gott kann durch unser Verhalten, geehrt oder verunehrt werden. Darum leben wir auf einem solchen erbärmlichen Level. Aber wenn wir Gott kennenlernen und wenn wir sehen, wie Dinge wichtig sind, was er liebt, was er hasst, dann wird sich unser Lebensstil verändern. Auch dann, wenn niemand zuschaut. Wenn du ganz alleine vor dem Computer bist und die Maus schaust, wie alleine schon wandert. Du hast immer noch Kontrolle, sagst, halt, diese Seiten nicht mehr. Weil Gott ist da und ich will in Verbindung bleiben, ich will ihn ehren und ich will nicht dem Feind Raum geben. Man wird nicht verderblich handeln. Die Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis des Herrn. Bevor die Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis des Herrn, muss die Gemeinde erfüllt werden mit der Erkenntnis des Herrn. Da ist, wo Jesus anfängt zu regieren. Und wenn er die Gemeinde gewonnen hat, wenn er die Gemeinde auf seiner Seite hat, wenn die Gemeinde in völliger Harmonie ist, wenn die Gemeinde ihn kennt, wenn die Gemeinde liebt, was er liebt, wenn die Gemeinde hasst, was er hasst, dann ist sie ein mächtiges Instrument, hauptsächlich nachher in der Fürbitte, den Weg zu bereiten, im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, den Weg zu bereiten für den König, dass er wiederkommt. Erst in der Gemeinde, dann in der Welt. Was Gott nicht in der Gemeinde tun kann, wie soll er es in der Welt tun? Gott tut es durch die Gemeinde, mit der Gemeinde. Er handelt an der Welt mit der Gemeinde. Und deswegen ist es Gottes Ziel, die Gemeinde zu reinigen, die Gemeinde herrlich zu machen, die Gemeinde in Übereinstimmung mit ihm zu bringen. Da beginnt es. Das ist sein Ziel. Das ist, was er jetzt tut im Moment. Erste Chronik 28. Hier ist David, der alte David. Und er gibt sein Vermächtnis an seinen Sohn Salomo, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Er kann ihm nur mit willigem Herzen, mit ganzem Herzen, mit williger Seele dienen, wenn er ihn erkennt. Du musst Gott erkennen und dann wirst du ihm dienen. So könnte man das auch erklären. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten der Gedanken. Gott zu erkennen als den, der Herzen erforscht, ist der Weg, wie wir zu einer ganzen Hingabe kommen, wie wir zu einer willigen Seele kommen, wie Rebellion ersetzt wird mit Hingabe und Stolz mit Demut. Es gibt nur einen Weg. Das ist, wir müssen Gottes Wesen schauen und diese Kraft
wirken lassen, die unser Herz dann verändert. Gottes Offenbarung, Offenbarung seines Wesens ist die einzige Kraft, die uns verändern kann. Segnungen können uns nicht verändern. Segnungen können uns für einen Moment dankbar machen. Aber Segnungen haben nicht die Kraft, unser Herz zu verändern. Das Einzige, was Kraft hat, unser Herz zu verändern, ist ihn zu sehen. Und darum, lasst uns nachjagen der Erkenntnis Gottes. Halleluja. Halleluja. Reife, Mündigkeit. Oh, wie ist das wichtig. Wie dringend gefragt in dieser Zeit. Epheser 4. Hier haben wir die Wirkungen, die Arbeit der Dienstgaben. Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Die einzige Chance, nicht mehr umhergetrieben zu werden, ein Spielball von Strömungen zu sein, von falschen Diensten, falschen Wundern, falschen Salbungen und so weiter. Die einzige Chance besteht darin, reif zu werden, mündig zu werden, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes zu kommen. Wie dringend ist das gefragt in dieser Zeit? Ich finde es absolut erstaunlich, diese Diskrepanz, wenn du einerseits siehst im Wort Gottes diese Betonung, die große Herausforderung in der Endzeit ist religiöse Verführung. Und dann, wo doch die Zeichen so deutlich sind, dass wir schon mittendrin sind, in diesem Prozess, in diesen Ereignissen vor der Wiederkunft Jesu, dann auf der anderen Seite zu sehen, wie wenig das betont wird. Vor kurzem haben wir ein Seminar gemacht mit dem Thema geistliche Unterscheidung entwickeln. Und ich habe am Anfang gefragt, wie viele, und das waren viele Gläubige da, die schon 20 Jahre und länger gläubig sind. Wer hat schon einmal überhaupt eine Lehre gehört? Wer hat schon mal aus dem Wort Gottes Anleitung gehört, wie man geistliche Unterscheidung entwickeln kann? Keiner. Von allen Anwesenden. Keiner. Und das ist, was wir so dringend brauchen. Und diese Klarheit, dass wir nicht mehr Spielball sind, sondern dass wir selber entscheiden können, dass wir selber unterscheiden können, dass wir selber einen klaren Kurs fahren können und nicht mehr manipuliert werden von Strömungen und Hypes und menschengemachten Geschichten. Der Schlüssel ist Mündigkeit. Mündigkeit, Reife. Und wo kommt das her? Aus der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Sein Wesen, sein Herz, seine Motivation, seine Hingabe an den Vater zu erkennen und davon ergriffen zu werden, das ist der Schlüssel für Wachstum. Das ist der Schlüssel zu Stabilität, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden. Wie viele Gläubige sind irritiert? Du kannst nicht glauben, wie viele Leute mich fragen, ja, was hältst du von diesem Buch? Und jeder, der auch nur ein bisschen Bibel gelesen hat, weiß, dieses Buch ist gut für einen Ofen anmachen, für einen Kamin anmachen, aber für mehr nicht. Ja? Ja, aber meine Freunde finden das alle so toll und die haben gesagt, das musst du lesen. Menschen können die einfachsten Dinge nicht unterscheiden. Sogar wenn ganz klare Dinge in dem Buch sind, die der Bibel widersprechen. Sie können das nicht unterscheiden, sie können das gar nicht verstehen. Sondern sie haben andere Kriterien. Ja, aber es fühlt sich so schön an, es ist so eine nette Geschichte. Der Teufel kann nette Geschichten erzählen, trotzdem sind sie voller Lügen. Es ist nicht wichtig, wie sich das anfühlt. Was ist die Botschaft? Was wird uns da vermittelt? So, wir sollen zur Reife kommen. Und Reife und Mündigkeit kommt durch die Erkenntnis Jesu. Ein nächster wichtiger Punkt. Eine tiefe Liebe, die zu außergewöhnlichen Opfern bereit ist.
Wir können der Gemeinde sagen, ihr müsst Opfer bringen für Jesus. Bringt Opfer, bringt Opfer. Das funktioniert nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Sie müssen Offenbarung haben. Sie müssen Erkenntnis Gottes bekommen. Sie müssen ihm selber begegnen. Und diese Begegnung rückt ihre Prioritäten gerade und macht sie willig, zu was sie vorher nicht willig waren. Gott selber kann Herzen willig machen. Ein Prediger kann feurig predigen, aber kann nicht Herzen willig machen. Das ist nicht möglich. Es ist der Geist Gottes, der Jesus zeigt, die Schönheit seines Wesens. Und das hat eine tiefe Wirkung auf die Herzen der Menschen. Paulus sagt, Philipper 3, Vers 8, ja, ich achte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und Paulus spricht hier von seinem Ruhm, von seiner Position, von seinem Platz der Ehre, was er gehabt hat in der theologischen Welt, bevor er zu Jesus kam. Er war eine große Nummer. Er war anerkannt. Er war geschätzt, seine Meinung galt, er war wichtig, er war studiert. Und dann findet er Jesus und sagt, alles weg damit. Ich brauche das nicht mehr, das ist mir ein einziges Hindernis. Es ist nicht wichtig, wie ich mich sehe, es ist nicht wichtig, wie andere Menschen mich sehen. Ich will ihn sehen und von ihm einfach gelehrt sein. Die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Und weil die so unübertrefflich groß ist, deswegen hat er alles weggeworfen. Deswegen hat er seinen Doktortitel oder seine Ordinationspapiere in Gold gerahmt, an der Wand in die Tonne gekloppt. Es gibt heute einen fatalen Trend und Menschen glauben, dass der Himmel und die Unterwelt von akademischen Graden beeindruckt ist. Ja, sonst würden sie doch nicht Jahre studieren, um einen akademischen, theologischen Grad zu erwerben. Sie glauben, dass sie damit im Reich Gottes was erreichen können. Sie kennen Gott nicht. Gott pfeift auf Papiere. Die allermeisten Leute, die er gebraucht hat in der Bibel, waren unstudierte Leute. Lukas war eine Ausnahme, Paulus war eine Ausnahme. Was Paulus mit seinem Diplom gemacht hat, haben wir gerade gelesen. Ja, das andere waren Bauern, Verbrecher, Mafiosis, Hirten. Keiner von denen hatte da irgendwie eine großartige Bildung sich angeeignet. Und die es hatten, haben sie schnell nach der Bekehrung gelernt, darauf sich nicht zu verlassen. Und heute gibt es einen Trend, und wenn du was werden willst im Reich Gottes, du brauchst ein Diplom. Ich sage, nein, du brauchst einen Charakter. Du brauchst Integrität, du brauchst Wahrhaftigkeit, du brauchst Demut, du brauchst Freiheit von Menschengefälligkeit. Das ist, was du brauchst. Das ist, was du brauchst. Das ist, was den Teufel beeindruckt. Diploma beeindrucken nicht den Teufel und auch nicht den Himmel. So dieser Trend, der sehr, sehr stark ist in den theologischen Ausbildungsstätten in den letzten Jahren, zeigt wiederum, Gott ist nicht bekannt im Land. Warum legt man so viel Wert auf etwas, was Gott verachtet? Weil man Gott nicht kennt. Gott ist nicht bekannt im Land. Gott ist nicht bekannt in seinem Volk. Das ist unser Problem. Das ist unsere größte Not. Wir haben Lehren über alles Mögliche, aber so wenig Erkenntnis seines Wesens, seines Charakters, seiner Heiligkeit, seiner Demut. Viele wissen noch nicht mal, was Demut ist und verwechseln äußerliche, selbstgemachte Zeichen mit dieser Gesinnung Jesu. Und sie können das gar nicht erkennen. Es gibt zwei wunderbare Passagen noch im Hebräerbrief, wo das beschrieben wird, welche Kraft da ist, wenn geistliche Erkenntnis da ist. Kraft, anders zu leben. Hebräer 10, 34. Ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt.
Hast du das gelesen? Wahrgenommen, was da gesagt ist? Auf den Raub ihrer Güter haben die mit Freude reagiert. Ihr Haus wurde konfisziert, ihr Konto gesperrt, die Existenzgrundlage genommen. Und sie freuen sich. Das ist nicht normal. Niemand kriegt das hin. Niemand kann das. Es sei denn, man hat eine geistliche Schau. Es geht ja um was ganz anderes. Und für das, was mir hier genommen wird, um Jesu Willen, bekomme ich so viel Größeres geschenkt. Und das, was ich da bekomme, ist so viel wertvoller und wichtiger als das, was ich hier verliere, dass ich sagen kann, okay, mein Herz hängt nicht daran, mein Herz hängt an den himmlischen Dingen. Mein Herz hängt am Herrn und an seinem wunderbaren Wesen und an sonst gar nichts. Den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, da ihr Erkenntnis habt, da ihr gesehen habt, da der Heilige Geist euch offenbart hat und das für euch eine lebendige Realität in eurem Herzen ist, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Einen großen Mangel erlebt unser Christsein dadurch, dass wir nur bis zu unserem Tod schauen. Und dass wir nicht begreifen, hier das Leben auf der Erde im Diesseits ist nur eine Vorbereitung für das Eigentliche. Das ist nur eine Training, eine Vorbereitung für das Eigentliche, was danach kommt. Wenn wir das Eigentliche nicht sehen, wenn wir nicht unsere Ewigkeit mit Jesus sehen, wenn wir nicht unsere Verantwortung, unsere kostbare Berufung sehen, mit ihm hier zu herrschen auf der Erde, dann werden wir vollständig verkehrte Prioritäten haben und wir bauen auf das Hier und Jetzt. Aber wenn wir wissen, es geht um das Danach, werden wir anders Entscheidungen treffen. Und vielleicht eines der größten Probleme, das wir als Christen in der westlichen Welt haben, ist, dass wir geprägt sind von einer materialistischen Weltsicht, die sagt, mit dem Tod ist alles aus. Wir wissen zwar, in der Bibel ist das anders. Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber die Innenatmosphäre ist doch größtenteils so, wie unsere Kultur und die Geister, die das steuern und programmieren, uns vorgeben. Nur durch das Wort, nur durch das Wirken des Heiligen Geistes kommen wir aus dem heraus und sehen unser Leben, wie Gott es sieht. Und dass es um etwas ganz anderes geht, als nur hier so reich und so glücklich und so erfolgreich zu sein, wie es irgendwie nur geht. Wir haben ein Riesenproblem, wahrscheinlich ist es nicht nur in Kirgisistan, aber auch in ähnlichen Situationen. Viele, viele, viele Gläubige haben nur ein Ziel, ab nach Kanada. Warum Kanada? Weil USA zu ist und nach Kanada kann man noch. Und alle sagen, Gott hat gesagt, wir sollen nach Kanada gehen. Leiter, Mitarbeiter und die Gemeinden bluten aus. Wenn ich Gott wäre, ich würde ihnen nicht sagen, geh nach Kanada. Ich brauche ja noch gutes Personal in Kirgisistan. Und alle sagen, ja, das ist nur, damit es unsere Kinder einmal besser haben. Hallo, unser Ziel ist nicht zu leben, dass unsere Kinder es einmal besser haben. Unser Ziel ist, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und wir wollen doch, oder es ist doch möglich, ihm zu vertrauen, auch mitten in einem kargen Land, mitten in einem schwierigen Land, mitten in einem Land voller Bosheit und Korruption und so weiter, gesegnet zu sein und dort ein Zeichen zu sein für Gott. Das kann doch nicht sein, dass die alle gehen. Und warum gehen die? Weil die falsche Ziele haben. Falsche Ziele haben. Das Irdische ist wichtiger, als Gott zu gefallen. Und wenn man ein falsches Bild hat, Gott ist ja gut und das heißt, er will, dass es mir immer und in jedem Augenblick gut geht. Und natürlich in Kanada geht es mir besser als hier, denken Sie. All die, die in Kanada ihren Glauben verloren haben, kommen ja nicht zurück und geben Zeugnis, wie jämmerlich sie Schiffbruch erlitten haben. Die kommen ja nicht zurück. Ja? Und so ist diese Illusion, das ist das gelobte Land, auf nach Kanada. Und scharenweise gehen die Leute und Gemeinden bluten aus. Weil man Gott nicht kennt.
weil man das Evangelium, seinen Plan, seine Absichten nicht wirklich kennt. Noch so eine wunderbare Passage, auch im Hebräerbrief, gleich ein Kapitel weiter, wie die geistliche Schau von unserem Leben und von Gott und von seinen Absichten mit uns, wie das das Leben prägen kann. Mose, Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Jetzt kommt das Wichtigste. Warum konnte er so seltsam handeln? Warum konnte er solch eine Entscheidung treffen, die wahrscheinlich niemand von seinen Landsleuten hätte nachvollziehen können? Er war der Einzige, der privilegiert war, in dem Luxus und in dem überfließenden Leben dort im Palast zu sein. Alle anderen mussten schuften als Sklaven und er hat das Privileg gehabt. Und hat es freiwillig aufgegeben und kommt und sagt, ich bin jetzt einer von euch. Wie kannst du das machen? Haben die dich da rausgeschmissen? Nein, ich bin von alleine gegangen. Ich will nicht mehr. Wie war das möglich? Denn er schaute auf die Belohnung. Er hatte eine andere Sicht als diese anderen. Er hatte eine andere Sicht. Es ist Gott wohlgefällig und es ist richtig und ich werde dafür belohnt werden. Nicht jetzt, nicht im Moment. Im Moment ziehe ich den Kürzeren, aber langfristig bin ich der Gesegnete. Langfristig bekomme ich etwas und das ist so gewaltig und das ist so groß und das ist so wertvoll, dass ich bereit bin, hier für ein paar Jahre oder wenn es sein muss, Jahrzehnte zu leiden. Das, was da auf mich wartet, ist so viel mal größer, dass es immer sich lohnt, dass es sich allemal lohnt. Er schaute auf die Belohnung. Er kannte Gott, er kannte die Sichtweise Gottes, er kannte die Absichten Gottes und er wusste, wie Gott das würdigen würde, wenn er diese Wahl treffen würde. Und ganz ähnlich finden wir in Apostelgeschichte 5 eine sehr, sehr merkwürdige Formulierung. Die Apostel waren vorgeladen vor dem Hohen Rat, das ist das höchste religiöse Gremium. Sie wurden dort ermahnt, sie wurden bestraft, sie wurden geschlagen. Und dann heißt es, sie gingen nun aus dem Hohen Rat fort, Vers 41, 5:41, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Da sehen wir, wie viel Jesus ihm bedeutet hat. Und was das für eine Ehre für sie war, ein bisschen auch das mitzuerleben und mitzudurchleiden, was Jesus getan hat. Er wurde verworfen, sie wurden verworfen. Er wurde bestraft. Natürlich seine Tat ist etwas anderes als ihre Taten. Seine Tat war die Erlösung der Menschheit. Sie haben nicht versucht, das nachzumachen. Kein sündiger Mensch kann teilhaben an dem Erlösungswerk, kann es nur verstehen und annehmen. Aber sie haben so eine Liebe zu Jesus gehabt, dass sie gesagt haben, wir stehen zu ihm. Wenn sie ihn geschlagen haben, wenn sie ihn verworfen haben, warum sollen sie uns schätzen? Wir sind doch seine, wir stehen doch auf seiner Seite. So eine Liebe zu Jesus, weil sie Jesus gekannt haben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Okay, ein nächster wichtiger Punkt. Schon der vorletzte. Was bringt uns Erkenntnis Gottes? Vertrauen, die Fähigkeit zu vertrauen. Die Fähigkeit, Gott zu vertrauen. Und ihr Lieben, das wird in den kommenden Turbulenzen und Schwierigkeiten und chaotischen Zeiten, die auf uns zukommen, das wird die wichtigste Fähigkeit sein, die ein Mensch haben kann auf diesem Planeten.
Gott zu vertrauen. Nichts ist wichtiger als das, ihm wirklich vertrauen zu können. Lass uns einmal zu Johannes gehen. Johannes, Johannes 17. Vers 26, und ich habe ihnen, den Jüngern, deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus offenbart das Herz des Vaters. Jesus gibt den Jüngern eine Offenbarung über das Wesen des Vaters. Und als Folge davon füllt sich ihr Herz mit Liebe. Und sie wissen, Gott ist wirklich gut. Gott ist wirklich vertrauenswürdig. Gott ist wirklich einer, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Halleluja. Das ist, worauf es ankommt. Das ist, was wir brauchen. Das kann man nicht machen. Man kann nicht sagen, vertraut Gott, vertraut Gott, vertraut Gott. Das funktioniert nicht. Man muss sein Herz sehen, seine Liebe sehen. Man muss Erlebnisse haben mit ihm, wo er das Misstrauen und die Wünsche der Unabhängigkeit rausnimmt und uns offenbart, wie gut er ist. Und dass wir sagen, wir geben uns ihm, wir vertrauen ihm. Auch wenn Dinge passieren, die nicht einfach sind, auch wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, wir vertrauen ihm. Das ist, was wir brauchen. Das kann nur kommen, wenn wir Offenbarung bekommen über das Herz Gottes, über Gott als Vater. Das kann auf keine andere Art und Weise kommen. Psalm 9, Vers 11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Der Name steht immer für Wesen. Ja? In der Bibel, der Name Gottes, das ist das Wesen Gottes. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, die das Wesen Gottes gesehen haben, seine Güte, seine Treue, die können vertrauen. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Und Jesus sagt, ich mache den Namen kund. Ich habe deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. So was tut Jesus? Jesus zeigt uns den Vater. Durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Und wenn wir den Vater sehen in seiner Güte, in seinem Wohlwollen, in seiner Treue, dann entsteht in unserem Herzen dieser Wunsch, dieses Verlangen, ich will mich von ihm abhängig machen. Es geht mehr darum, was er über mich sagt und wie er mich sieht, als was Menschen sagen. Und wenn um Jesu Willen Menschen mich ablehnen, mich verachten, mich verwerfen oder Böses über mich reden, dann schaue ich auf zu ihm und sage, solange du sagst, ist es gut und ich kann das ertragen. Und das müssen wir alle lernen. Und da sind wir momentan als Christen, wenn du siehst, wie wir rumeiern in Bezug auf Sexualethik und göttliche Standards, wenn du das siehst, wie Christen versuchen, irgendwie sich da rumzuschleichen, um ja nicht an den Pranger gestellt zu werden, um ja nicht als gefährliche Sekte gesehen und verfolgt zu werden. Das Ziel der ersten Gemeinde war nicht, den Staat davon überzeugen, dass sie keine Sekte sind. Das ist sinnlos. Der Staat war davon überzeugt. Und jede wahre Gruppe von Gläubigen in der ganzen Kirchengeschichte, ob das Waldenser waren oder Hugenotten oder irgendwer, wurde als eine gefährliche Sekte gesehen. Und so wird es auch am Ende sein. Und unser Ziel ist nicht zu verhindern oder zu versuchen zu verhindern, dass sie uns als Sekte sehen, indem wir den Standard Gottes irgendwie aufweichen oder nicht klar definieren oder sagen, ja, die Gebote, die gelten ja nur für Christen. Gottes Gebote gelten nur für Christen? Gott ist Gott. Und Gott sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und danach werden alle Menschen gemessen und nicht nur die Gläubigen.
aber das ist ein raffinierter Schachzug, sich aus der Affäre zu ziehen. Nein, das ist ja nur wir als Gläubige, wir sehen das so. Und deswegen müssen wir nicht sagen, wie Gott Homosexualität sieht. Deswegen müssen wir nicht sagen, dass es für ihn ein Gräuel ist. So ist die Weisheit, die sagt, du, wenn wir da still sind, werden wir vielleicht nicht verfolgt. Wir sind nicht berufen, still zu sein und einer Verfolgung zu entgehen. Wir sind berufen, klar und deutlich zu sagen, was das Wort Gottes sagt. Und Verfolgung ist uns verheißen. Und wir haben keinerlei Auftrag, eine Verheißung Gottes außer Kraft zu setzen durch Kompromisse. Das ist nicht unser Auftrag. Und wenn du siehst, so im christlichen Blätterwald, was im Moment da so passiert, dann weißt du, wovon ich spreche. Gott zu vertrauen. Jesus stand zum Vater, Jesus hat die Wahrheit bekannt, er war der treue Zeuge und er hat gesagt, Gott wird für mich sorgen. Gott wird sich kümmern. Ich stehe zu ihm, er steht zu mir. Fertig. Und das ist dasselbe für uns. Wir haben denselben Auftrag. Wir stehen zu Jesus, wir stehen zur Wahrheit, wir stehen zu seinem Wort und wir vertrauen ihm, er wird uns versorgen. Und wenn du dadurch deinen Job verlierst, freu dich. Wenn du dadurch Nachteile hast, der Kollege wird befördert, du nicht, obwohl du eigentlich kompetenter bist, freu dich. Es geht nicht um hier und jetzt und maximal Karriere und Euros und all diese Dinge. Es geht nicht um das. Es geht um Gott zu gefallen. Und wir müssen um eins kämpfen. Gott, gib mir ein Herz, das dich fürchtet. Gib mir ein Herz, das auf dich sieht. Das danach fragt, was willst du? Was gefällt dir? Was ist deiner angemessen? Darum geht es, um nichts anderes. Nicht, was sagen die anderen Gemeinden, was sagen die anderen Leiter, was sagt der, was sagt der Staat. Das ist alles nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was sagt Gott selbst? Wie sieht Gott uns? Und wie erfreut ist er, wenn er da Menschen sieht, die sagen, ich lasse all das los, meine Karriere, meine Beförderungsaussichten oder mein Erbe. Auch das steht manchmal auf dem Spiel, wenn man fromme Verwandtschaft hat. Ja. Wir stehen zur Wahrheit. Wir haben nicht die Bibel erfunden, aber wir sagen einfach, das ist so. Das ist so. Wenn du damit Probleme hast, geh zum Autor. Ich sage nur, was da steht. Du kannst es selber nachlesen. Wir brauchen mehr als alles andere in den kommenden Jahren die Fähigkeit, Gott zu vertrauen, zu wissen, unser Leben, unsere Zukunft ist in seiner Hand. Und wenn schlimme Dinge passieren, er hat nicht weggeschaut, er hat nicht aufgehört, fürsorglich zu handeln, er hat es nicht irgendwie aus den Händen gleiten lassen, sondern es ist alles an ihm vorbeigegangen und alles, was auch immer passiert, wenn wir ihn lieben, muss zu unserem Besten dienen. All die Dinge müssen zusammenwirken zu unserem Besten. Und was ist unser Bestes? Nicht dickes Bankkonto, nicht großes Ansehen. Unser Bestes ist, in das Wesen Jesu verwandelt zu werden. Das ist unser Bestes. Gott zu erfreuen, indem er die Gesinnung Jesu in uns wirken kann. Das ist das Beste. Alle Umstände, alle Rückschläge, alle Enttäuschungen, alle negativen Dinge müssen zusammenwirken zum Guten. Solange wir Gott vertrauen, solange wir ihm die Ehre geben, solange wir auf ihn sehen, all diese Dinge gebraucht Gott. Und wer das sieht, für den macht auch ein Leben, wo es viele Rückschläge, viele Enttäuschungen und viele Dinge gibt, die irgendwie daneben gehen, macht Sinn. Aber wenn wir uns mit den Augen der Welt sehen, gemäß deren Definition von Erfolg, dann sind viele ein Versager. Aber dann ist Jesus der größte Versager. Ja? Der Retter der Menschheit stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz. Das ist doch Versagen. Aber es war die Weisheit Gottes und es war der größte Triumph Gottes über die Weisheit dieser Welt und über die Mächte der Finsternis. Gott hat die Mächtigen zunichte gemacht durch Schwachheit. Ja. Und Erfolg, wirklicher bleibender Erfolg, hat sehr viel mit Schwachheit zu tun.
hat sehr viel mit Schwachheit zu tun. So hüte dich vor einer menschlichen Sichtweise und einem christlichen Verständnis, wo siegreich sein bedeutet, es passieren keine Rückschläge. Es passieren keine schwierigen und schmerzhaften Dinge. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Schau dir das Leben der Männer Gottes an. Schau dir Josef an. Schau dir David an. Schau dir Paulus an. Und in all den Katastrophen und Verfolgung konnte er sagen, Dank sei Gott, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und im Triumphzug mit ihm einherführt. Alle Zeit Sieg. Lieben, Sieg ist nicht, wenn die Umstände wunderbar aussehen. Sieg ist, wenn du immer noch festhältst an der Güte Gottes. Wenn du immer noch in Hoffnung bist, wenn du immer noch in Zuversicht bist, wenn du dich weigerst, in Selbstmitleid und in Anklage und in Einschüchterung und in Bedrückung zu gehen, das ist Sieg. Sieg ist eine Haltung da drin, das hat nichts mit den Umständen zu tun, sondern es hat etwas zu tun mit der Fähigkeit zu vertrauen. Und Jesus sagt, ich habe deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun. Was wir brauchen ist, Gott, zeig mir dein Herz, zeig mir dein Vaterherz. Ich will dich als Vater kennenlernen. Das ist der schnellste Weg raus aus Minderwertigkeit und aus Menschenfurcht, der schnellste Weg. Wenn wir den Vater sehen und wenn wir sehen, wie er uns sieht und wenn wir verstehen, wir sind gerufen wie Jesus vor ihm zu stehen. Das ist, was Elia gesagt hat. Stell dir mal vor, dieser No-Name, der da plötzlich aufsteht, vor dem König, so wahr der Herr mein Gott lebt, vor dem ich stehe. Er steht gerade vor dem König und sagt, ich stehe vor Gott. Ich stehe nicht vor dir, ich stehe vor Gott. So wahr der Herr mein Gott lebt, vor dem ich stehe. Das ist, was wir brauchen. Ihr Lieben, für die kommenden Herausforderungen, oder die, die jetzt schon da sind und die sehr, sehr, sehr viel an Schärfe und an Härte zunehmen werden in den kommenden Jahren. Wir brauchen eine andere Qualität, eine andere Tiefe der Hingabe, des Glaubens, des Vertrauens, eine andere Sicht von unserem Leben, andere Prioritäten, was wirklich zählt. Und all das kommt nur zustande, wenn wir uns auf die Reise begeben, sagen, Gott, hier bin ich, offenbare mir deine Wege, zeige du mir, wie du wirklich bist, ich will dich sehen, ich will dein Wesen sehen, deine Güte sehen, deine Absichten sehen, deine Treue sehen, ich will sehen, was dir wichtig ist, ich will sehen, was wirklich in deinen Augen wertvoll ist und was bleibend ist. Dass ich nicht töricht bin und mein Vertrauen setze auf Dinge, die morgen zerfallen. Auf Dinge, die keine Bedeutung mehr haben morgen. Das ist, wozu wir herausgefordert sind. Zu streben nach einem Leben, wo wir wirklich Gott erkennen. Und das ist nicht mit einer Predigt getan, sondern eine Predigt kann nur motivieren. Und danach muss das Leben so eingerichtet werden, dass das auch tatsächlich stattfinden kann. Letzte Schriftstelle, David betet, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Alle Tage im Haus des Herrn zu sein, um die Schönheit Gottes anzuschauen. Darum hat er gebeten und dann hat er nicht gewartet, na nun bin ich gespannt, wann Gott das gibt, sondern danach habe ich, das habe ich erbeten und danach trachte ich. Trachten. Das heißt suchen, forschen, graben, sich ausrichten, sich festmachen, eindeutig werden, einseitig, heilig, einseitig werden und sagen, das ist mir wichtig, das will ich und immer wieder anklopfen, immer wieder beharrlich anklopfen. Gott, du hast versprochen und hier bin ich und jetzt tu du, was du versprochen hast. Das muss trainiert werden, das muss geübt werden. Das kommt nicht mit Hände auflegen vom Gastsprecher, sondern wir hören das Wort und wir treffen Entscheidungen und dann
ordnen wir unser Leben, schmeißen Dinge raus und fokussieren uns und sagen, diese Dinge sind hinderlich, diese Dinge erzeugen das Gegenteil von dem, was ich wirklich will, also weg damit. Lass uns nachjagen der Erkenntnis Gottes. Dazu lädt er uns ein. Das ist die Herausforderung, die Gott uns gibt. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns die Augen auftun willst, dass man dich sehen kann, dass man dich erleben kann, dass man dich anfassen kann, dass man von dir berührt werden kann, dass du eine Kraft hast, unser Herz zu prägen, dass von dir etwas ausgeht, was stärker ist als jahrzehntelange Prägung durch die Berieselung des Geistes dieser Welt. Was von dir kommt, ist stärker als das, was in der Welt ist. Und deine Prägung, deine Nähe, deine Gegenwart, deine Schau hat die Macht, uralte Prägungen, auch dieses Materialistische, das wir nicht weiter sehen können als bis zum Tod und sogar den noch irgendwie versuchen auszublenden. Deine Realität, deine Sichtweise hat die Macht, diese ganzen Barrieren und Gefängnisse und Bretter vor dem Kopf, die uns da verpasst worden sind, abzulegen, abzubauen, beiseite zu lassen und zu sehen, was wir so dringend sehen müssen. Deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Größe, deine Güte, deine Macht und vor allen Dingen deine Treue. Vater, mach uns zu Menschen, die nachjagende Erkenntnis deines wunderbaren Wesens, die Raum machen, dass du in unserem Herzen diese wunderbare Fähigkeit hervorbringst, dir zu vertrauen, auf dich vertrauen, die deinen heiligen Namen kennen. Und wir wollen solche sein, die dir vertrauen. Mitten in Schwierigkeiten, mitten in Turbulenzen, wenn die Wogen auf und ab gehen oder wir Verluste erleiden um deines Namens willen. Oder geschmäht werden oder unsere Namen dann kaputt gemacht werden in der öffentlichen Meinung, in den Medien. Herr, wir sind so unvorbereitet in Bezug auf das, was kommt. Und wir bitten dich, dass wir aufwachen, dass wir erlauben, dass dein Heiliger Geist uns wach macht für die Dinge, die kommen werden. Und dass wir uns gründen in dem einen, was uns Sicherheit gibt. Und das ist die Erkenntnis deines Wesens. Sende deinen Geist, öffne uns die Augen, gib uns ein Herz, dich zu erkennen. Hilf du uns, mach uns zu Menschen, die völlig davon überzeugt sind. Es ist nötig und es ist möglich, in der Erkenntnis Gottes zuzunehmen, sein Wesen zu sehen und zu schätzen und darin selber auch zuzunehmen. So sende deinen Geist und wirke an uns und rette uns von den Einflüssen dieser Welt, die uns bombardieren Tag und Nacht und die uns falsch prägen wollen, die uns falsch polen wollen, die uns falsche Prioritäten und falsche Ziele geben wollen und falsche Sicherheiten geben wollen. Herr, wir bitten dich, dass du das alles wegnimmst und erschütterst und dass wir gegründet sind in deiner Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Und wir können uns bauen und wir können leben und Leben empfangen durch deine Worte. Und darum bitten wir dich, hilf uns, solche Menschen zu werden wie David, die danach trachten, dich zu sehen, die danach trachten, dich wirklich kennenzulernen und bei dir zu sein, um von Herzen mit dir übereinzustimmen. Um diese Gnade bitten wir dich heute Abend und für die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre und Jahrzehnte. Dass wir nicht immer rumspringen und hier ist was und da ist was und da ist wieder neue Lehre und da ist wieder was Neues und da ist wieder irgendwas, was es ablenkt. Nein, wir wollen dich sehen und ein Herz haben, das dir gefallen will und das dir vertraut und in dir ruht. Halleluja. Und das ist ein Gebet nach deinem Herzen und du bist so gerne bereit, das zu gewähren. Und du rufst uns, unser Leben entsprechend einzurichten, damit du dieses Gebet erhören kannst. Und wir wollen das. Wir wollen da hinein in die Erkenntnis deiner Herrlichkeit, deiner Größe, deiner Güte. Danke, Vater. Danke für Jesus. Danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, dass wir kämpfen dürfen für dein Reich gegen den Geist der Welt. Halleluja. Amen.
Amen, Amen, Amen.